Hennig Arzneimittel ist ein erfolgreicher Mittelständler. Eines jener Pharmaunternehmen, die Hessens Ruf als Apotheke Deutschlands mitbegründen. 800 Millionen Tabletten stellt Hennig jedes Jahr her. Mit seinen Medikamenten gegen Gleichgewichtsstörungen ist er Marktführer und in mehr als 30 Ländern vertreten. Kai Schlenhain leitet das Familienunternehmen in Flörsheim zusammen mit seinem Bruder. Seinen 330 Mitarbeitern will er einen attraktiven Arbeitsplatz bieten. Einen, der auf gemeinsamen Werten basiert. 2017 hat er deshalb begonnen, mit seinen Abteilungsleitern die wichtigsten Werte zu bestimmen. Sie einigten sich auf 4: Respekt, Qualität, Ehrlichkeit und Verantwortung. Die sind nun für alle Mitarbeiter verbindlich. Wenn Sie in irgendwelchen Besprechungen sitzen und da geht es mal emotionaler her, dann ist es wichtig, wenn man sich darauf berufen kann und sagen, zur Deeskalation, und sagen, guck mal, das sind unsere Werte. Wenn es darum geht, Ziele sich zu überlegen, wir sind ein produzierendes Unternehmen, da geht es viel um Qualität. Ja? Und da denkt man vielleicht auch mal, ach, da kannst du mal 5 gerade sein lassen. Nein, wegen der Qualität nicht. Und schon habe ich, wenn ich in so einer Situation bin, auch eine Begründung. Nein, wir können es nicht schleifen lassen, sondern unsere Qualität, das ist das höchste Gut, was wir brauchen. Schon haben wir wieder einen Anker, auf den wir uns beziehen können. Spätere Befragungen ergaben noch etwas. Jeder Einzelne hatte ganz konkrete Verbesserungswünsche für seinen Arbeitsplatz. Wünsche, die über die Werte hinausgingen, zum Beispiel in der Produktion. Der Wunsch war mit einer Grippeschutzimpfung. Dann gab es den Wunsch, einen Fitnessraum zu gestalten. Dann ein ganz besonderer Wunsch war der Wasserspender, weil wir ja spezielle Kleidung tragen müssen und in der Produktion nicht essen und trinken können, müssten wir uns dann immer ausschleusen. Und mit diesem Wasserspender haben wir dann die Möglichkeit, an einem bestimmten Ort in der Produktion dann doch trinken zu dürfen. In der Kreativbox werden die Vorschläge aus den verschiedenen Abteilungen gesammelt. Jeder, der möchte, kann seine Ideen dort einwerfen. Auch der Betriebsrat wurde in den 2 Jahre dauernden Prozess aus Diskussionen und Workshops einbezogen. Mitarbeiter zu beteiligen, findet er sehr gut. Man merkt als Mitarbeiter, als Betriebsrat, die Geschäftsleitung sieht uns als Mitarbeiter, als Mensch. Und diese Wertschätzung kommt zuteile, weil wir gehört werden und auch die Wünsche gehört werden. In verschiedenen Arbeitsgruppen werden diese Wünsche besprochen. Schon längst sitzen dort nicht mehr nur Führungskräfte. Wenn es darum geht, welche Vorschläge aus der Kreativbox umgesetzt werden, können sich alle Kollegen einbringen. Der Chef erklärt das für und wider. Ob ein Fitnessraum entsteht, hängt vom Platz ab, der vorhanden ist oder auch nicht. Andere Wünsche von der finanziellen Machbarkeit. Nicht für alles ist Geld da. In jedem Fall aber bewegt es bei allen etwas. Bei den Maßnahmen zum Wie werden wir ein besserer Arbeitgeber, war ich überrascht über die Begeisterung der Mitarbeiter, das Engagement, was sie gezeigt haben. Das war für die völlig klar, eben auch mal außerhalb der Arbeitszeit was zu recherchieren, die Projekte, die verschiedenen, ne, also wie die aufgebaut werden. Das haben die einfach von sich aus gemacht und der hat so viel Freude hat das ausgestrahlt, dass es mich selbst richtig berührt hat. Neben all diesen Maßnahmen stärkt Hennig Arzneimittel seine Mitarbeiter auch durch Weiterbildung. Marc Schuler hat enorm davon profitiert. Der Biologe begann hier als studentische Hilfskraft. Dass er heute Controller ist, verdankt er der Einarbeitung durch Kollegen. Demnächst wird er sich für Führungsaufgaben weiterqualifizieren. Ich bin Quereinsteiger und musste mir einige Themen dann tatsächlich neu aneignen. Und das hat im Rahmen eines Trainings on the job stattgefunden und hat über mehrere Jahre auch angedauert, bis wir dann jetzt in der Situation gesagt haben, es soll eine weitere Fortbildung sein. Im harten Wettbewerb um die besten Fachkräfte setzt Hennig Arzneimittel auf die Stärken, die den Mittelstand auszeichnen. Konzentration auf den einzelnen Mitarbeiter und seine Stärken fördern. Denn man ist dort überzeugt, nur so werden sich kleine und mittlere Unternehmen künftig gegen Konzerne behaupten.